Hi und herzlich willkommen heute beim zweiten Facebook Live Webinar oder so zum raus ist zur Lustfalle Membership Bereich. Ich habe euch am Montag angekündigt, dass ich am heutigen Freitag nochmal auf alle Fragen eingehen werde, die mich im Laufe der jetzt vergangenen Woche zum raus ist zur Lustfalle Membership Bereich ereilen werden. Und das habe ich jetzt vor. Das sind nicht so wahnsinnig viele. Das ist gut. Dann denke ich mir, ich habe das wahrscheinlich gut erklärt, so, ne? Was es alles damit auf sich hat. Aber vor allem will ich jetzt vorab nochmal darauf eingehen, für wen der raus ist, der lustvolle Membership-Bereich denn überhaupt geeignet ist. Hier in der Gruppe sind irgendwie 57 Leute. Ich weiß nicht, wie viele davon schon mal gechallenged haben. Gefühlt würde ich sagen, die 200 oder so. Und ich habe schon mal in dieser Gruppe die Frage gestellt, wer von euch hat schon mal gechallenged und wer nicht und warum habt ihr nicht gechallenged? Und ich weiß nicht, die Hälfte der Leute, die geantwortet haben, haben gesagt, sie haben Angst, das nicht durchzuhalten. Haben das Gefühl, das ist zu radikal, sich so 3 Wochen zu ernähren. Und ich würde sagen, für die Leute, die sich das nicht zutrauen, das alleine zu machen, für die ist der Membership-Bereich nicht geeignet. Im Idealfall kommt jemand in den Membership-Bereich, der die Raus aus der Lustfalle Challenge schon mal gemacht hat. Völlig scheißegal wo, ob völlig alleine, ob mit der Gruppe in einer der alten öffentlichen Challenges oder in dem Online-Kurs, der schon mal gechallenged hat, die Vorteile der Raus aus der Lustfalle, der die Vorteile aus der Raus aus der Lustfalle Challenge am eigenen Leib erlebt hat, der dann aber vielleicht, nachdem die 3 Wochen vorbei waren, wieder in alte Fallen getappt ist, die Gesellschaft einem ja so überall bereitstellt, der vielleicht von Stress überwältigt wurde oder von einem leckeren Angebot oder irgendwas, was halt dazu geführt hat, dass man wieder labil in Bezug auf Essen wurde. Und wenn man da erstmal außerhalb, ne, der sicheren Challenge-Blase wieder in alte Gewohnheiten fällt, dann fällt es einem auch wieder sehr leicht, ja, da drin zu bleiben. Und da ist es eine gute Sache, wenn man sich trotzdem gleichzeitig immer noch weiter motivieren kann, beziehungsweise, da das ja auch alles eine emotionale Kiste ist, sich auch hinterfragen kann. Und der Raus aus der Lustfalle Membership-Bereich macht das alles beides. Also wir gehen da natürlich die rein ernährungstechnische Seite an, wie man daran arbeiten kann, auch in der richtigen Gesellschaft, beziehungsweise im Alltag. Und dass man auch nicht päpstlicher sein muss als der Papst, dass Ausnahmen durchaus mal drin sind. Aber dass, wenn man feststellt, dass man da wieder raus, also dass man anfängt, die Kontrolle wieder zu verlieren, dass man dann auch wieder lernt, wieder dahin zurückzufinden, wo man vorher war, nämlich in einem kontrollierten Zustand. Und natürlich auch die ganze emotionale Kiste, die dahinter steckt. Also wie man sein Leben optimieren kann, wie man Situationen aus dem Weg gehen kann, die einen triggern, wie man sich reflektiert und sein Leben reflektiert und dieses ganze Zeug wird da halt behandelt. Ist daher, wie gesagt, sehr gut geeignet für Leute, die schon mal gechallenged haben, aber auch für Leute, die sagen, hey, ich traue mir das zu, das alleine zu machen. Ich gehe in den Mitgliederbereich, ich mache damit, ich lerne was über mich selbst, ich weiß ich auch nicht, arbeite mich durch alles, was Silke Rosenbusch irgendwann mal online zum Thema Esssucht, Lustfalle, weiß der Geier was, hinterlassen hat. Und ich gehe in den Mitgliederbereich und lasse mich hier weiter inspirieren und ich treffe auf andere Leute, die das auch machen, die dasselbe Problem haben wie ich, die sich auf dieselbe Art und Weise damit auseinandersetzen wie ich. Und die Gruppe ist immer mitunter die tragendste Sache in dem Ganzen. Denn alle Leute da draußen in der richtigen Welt, die sind nicht Teil von der Gruppe, die wissen, was sich wirklich in der Gehirnbiochemie abspielt. Und ja, so kann man dann auch sagen, wenn man noch nie gechallenged hat, aber vorhat, irgendwann mal zu challengen, ja, ich gehe in den Mitgliederbereich und mache da mit und challenge da und tausche mich da mit anderen Leuten aus. So, das nochmal dazu. Die erste Frage, die mich dann ereilt hat, obwohl das eigentlich eindeutig war, und ich das auch im letzten Webinar schon mal gesagt habe, mir hat jemand geschrieben, oh Gott, Silke, ich kann nicht mitmachen, weil ich keine Kreditkarte habe. Kann ich dir das Geld auch per Post schicken? Und ich habe gesagt, du brauchst keine Kreditkarte. Man braucht kein, im Gegensatz zu vielen anderen Online-Produkten oder Kursen oder weiß der Geier, was man so kaufen will online, braucht man keine Kreditkarte, um den Raus aus der Lustfalle im Membership-Bereich zu erwerben. Der ist online auf der Präsenz von Elopage. Und Elopage war ursprünglich mal ein Zahlungsabwicklungsdienst. So sind die gestartet.
dass die halt Zahlungen im Internet möglich gemacht haben für Leute, die irgendwas verkaufen wollen. Das heißt, die sind spezialisiert darauf. Oder na, die breiten sich gerade aus, aber die waren ursprünglich, deren Kernkompetenz war, Geld von Leuten im Internet hin und her zu schieben. Deswegen kann man da nicht nur mit Kreditkarte zahlen, sondern auch mit PayPal, sondern auch mit Sofortüberweisung und man kann auch per Vorkasse zahlen. Was man nicht kann, ist mir das Geld per Post schicken, einmal im Monat und dann schalte ich einen frei. Ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Was kostet das überhaupt? 9,90 € pro Monat ist hier gerade der absolute totale Schnäppchenpreis, den ich für alle Gründungsmitglieder anbiete, weil da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Content drin ist, durch den man durchstöbern konnte, sondern das jetzt losgeht. Dafür habt ihr dann aber auch gleichzeitig den Vorteil, mit an dem Memberbereich arbeiten zu können, Ideen einzubringen, zu sagen, was euch mehr helfen würde, ob ihr irgendwo, ne? Mir hat schon jemand gesagt, macht da bitte einen Bereich rein, wo die Member sich Rezepte gegenseitig hin und her austauschen können. Das habe ich gemacht. Und so wird das dann auch weitergehen. Ich werde versuchen herauszufinden, wie ich das umsetzen kann, was ihr haben wollt. Und dann mache ich das. Denn der Kunde ist immer König. Und es geht ja darum, dass euch geholfen wird bei der ganzen Sache. So, man hat ein 14-tägiges Rückgaberecht. Also quasi die Möglichkeit, 14 Tage da reinzuschnuppern. Und sollte es einem wider Erwarten doch nicht gefallen, sich an den Zahlungsanbieter wenden und sagen, hallo, ich habe das vor 7 Tagen gekauft. Ich habe es mir aber anders überlegt, weil, keine Ahnung, sich meine finanzielle Situation anders ergeben hat oder ich schlagartig nicht mehr esssüchtig bin oder so. Und dann kriegt man sein Geld auch zurückerstattet. Man kann aber auch von Monat zu Monat jederzeit kündigen oder das ist dann automatisch raus. Problem wäre dann allerdings, dass wenn man das bereut, dass man ausgestiegen ist und dann den Membership-Bereich das nächste Mal eröffnet, nach dem nächsten raus, dass du das für den Online-Kurs, dann wird er teurer sein. Wie gesagt, da ist dann nämlich auch schon 4 Monate Content drin, den man arbeiten kann und damit wird der Mitgliederbereich dann auch teurer werden. Das wird irgendwann im Oktober sein oder so. So, und ja, dann kommen wir nochmal zu den anderen Fragen. Bis wann kann ich buchen? Bis morgen Abend um Mitternacht ist der Membership-Bereich noch zu buchen. Danach macht er dicht, wie gesagt, bis Ende Oktober, bis der nächste raus, dass der Lustfalle Online-Kurs beendet ist. Und der startet Ende August, also ist der Ende Oktober zu Ende. Und dann wird der Mitgliederbereich wieder aufmachen, wie gesagt, zu mehr Geld. Also noch schnell zuschlagen, wer noch schnell mitmachen will und später nicht bereuen will, dass es teurer wird. Wie lange habe ich Zugang zum Member-Bereich? Da monatlich bezahlt wird, hat man dann jeweils einen Monat Zugang. Das ist ein monatliches Programm, also Membership-Programm, wo man dann einen monatlichen Beitrag zahlt, wie man es auch bei Netflix macht oder Spotify oder Adobe oder heutzutage läuft ja fast alles so. Und dann kann man da jederzeit raus. Also quasi von Monat zu Monat kann man dieses Abonnement beenden und ist dann ist dann raus aus der Lustfalle. ist der Mitgliederbereich auch für mich geeignet, wenn ich den Online-Kurs nicht gemacht habe? Ja, wie ich eingangs schon sagte, es geht nicht darum, dass man den Online-Kurs gemacht hat. Es geht darum, dass man schon mal gechallenged hat oder vorhat, das in näherer Zukunft zu tun. Gerne alleine. Natürlich, es geht ja auch immer noch, denn mir ist natürlich durchaus klar, dass nicht alle Leute das Geld haben, mich entweder persönlich zu buchen oder den Online-Kurs zu kaufen. Wer halt, das ist immer so im Leben, ne? Wer das Geld nicht hat, der muss mehr Disziplin und mehr Einsatz zeigen. Wer das, wie gesagt, nicht hat, kann ich dann auch nicht helfen. Also, ja, dem kann ich dann auch nicht helfen. Du musst dann vielleicht darauf sparen oder so oder sich am Riemen reißen oder weiter in der Lustfalle drin sitzen. Wer noch nie gechallenged hat und das auch nicht vorhat, weiß ich nicht. Es gibt immer so Leute hier in der Gruppe, die sagen, sie machen ihre eigene Challenge. So, also, ne, die übernehmen ein paar Sachen aus dem Programm und andere dann eben nicht. Man kann natürlich, klar, alle Leute sind freie Menschen, jeder kann machen, was er will. Aber häufig, wenn man sich selbst irgendwas ausdenkt, dann übersieht man gewisse Sachen. Also zum Beispiel die Lieblings-Trigger-Now, die aber nicht so schlimme Sachen mit einem macht oder keine Ahnung,
Ich trinke wahnsinnig gerne alkoholfreies Bier bei diesen Temperaturen. Und alkoholfreies Bier ist zum Beispiel nicht challenge-tauglich. Und wenn ich meine eigenen Regeln machen würde, dann würde ich das wahrscheinlich dazu nehmen. Aber in der Challenge sind, gibt es keine getrunkenen Kalorien. Selbst wenn es kein Zucker ist, im Bier ist kein Zucker. Und ich halte alkoholfreies Bier definitiv für gesünder als Limo. Aber es hat auch Kalorien. Also, ja, weiß nicht. Ich denke auch für die Leute kann das inspirierend sein. Halt, was da zum Thema Essen, Esssucht und so weiter zusammengetragen wird. 100% optimal ist es aber dann wahrscheinlich nicht. Kann ich den Member-Bereich auch auf dem Smartphone oder dem Tablet ansehen? Ja, kann man. Elopage arbeitet momentan wie Bombe an der Optimierung der Seite. Die launchen gerade alle möglichen Verbesserungsmethoden für ja, Leute wie mich oder so, nehmen dafür natürlich auch Geld, was ich mir gerade noch nicht leisten kann. Denn ich bin ja immer noch armer Student und so. Aber alles, was die da machen, wird immer größer und natürlich kann man das, ist das alles, weil es irgendwie modern ist, auch ja, Tablet und Smartphone tauglich. Bekomme ich eine Rechnung? Ja, auch das läuft alles über Elopage, die, wie gesagt, auf Online-Zahlungen spezialisiert sind und die stellen dann logischerweise auch eine Rechnung auf. Letzte Frage, was, wenn mir der Kurs nicht gefällt? Wie gesagt, ich glaube, der gefällt, der Kurs, mir würde er gefallen. Ich glaube, den Leuten, die da bisher reingeschaut haben, gefällt er auch. Es sind ein paar aus dem jetzigen Online-Kurs dabei, es sind andere dabei, die vorher schon mal gestellt, also ne, nicht jeder braucht das. Es ist halt auch die Frage, wenn man sich stabil fühlt in Bezug auf sein Ernährungsverhalten und oder nicht darunter leidet, dann ist das natürlich, dann braucht man das auch nicht. Das braucht natürlich logischerweise nicht jeder. Aber ich habe schon gesagt, genau, falls es einem nicht gefallen sollte, binnen 14 Tagen hat man Rückgabegarantie und ansonsten kann man von Monat zu Monat jederzeit aussteigen. Und jetzt ist Freitagabend und es sind weniger Zuschauer da als am Montag. Hat denn jemand sonst noch eine Frage? Zur Not auch gerne an mich persönlich, an silke-rosenbusch@web.de, wenn noch Fragen sein sollten. Wie gesagt, der Kurs, nein, nicht der Kurs, der Mitgliederbereich ist nur noch buchbar bis Samstagabend, den 29. Juni um Mitternacht. Danach macht er dicht und wenn er wieder eröffnet, ist er wahrscheinlich doppelt so teuer. Also super Sonderschnäppchen. Jetzt noch zuschlagen. Wer weiter an seinem Essverhalten, seiner Esssucht, seinem Kontrollverlust, seinem Gewicht und was auch immer man so hat, arbeiten möchte. Okay, ich danke fürs Zuschauen. Ach ja, und ich wollte mich auch noch mal, ich wollte mich bedanken bei allen Leuten, die Fragen gestellt haben. Auch für das Interesse, für die Fragen, ohne die Fragen hätte ich auch kein Video machen können. Okay, das war's. Ich sag ciao, bis die Tage oder so. Eure Silke.